Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ja, ein recht erschaffenes Herz wurde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden. Wünsche eines Menschen nie mit niederer Gesinnung erfüllt. So verschlänge das Böse in die Welt. Daher richteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Ja, ich bin müde. Ja. Noch gar nicht mal so lang. Es kam mir gerade vor wie Paper Mario. Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt und die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. gib sie mir. Nein. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Oh mein Gott. Zelda hat keinen Kopf. Kein Hals. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Gehen hier. Ich will schauen. Oh. Ganondorf. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick. Ja. Das ist Ganondorf, liebe Leute. Das ist Ganondorf, liebe Leute, der Anführer der Gerudos in der Wüste fern im Westen unseres Landes. Lieben. Ja, die Wüste, die Gerudo-Wüste, die ist natürlich nicht noch cool. Ja. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann simuliert haben. Jetzt guckt er uns an. Oh mein Gott! Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass er den Traum noch eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Also, nein, nicht. Oh mein Gott, wie sie schaut. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Modi, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort, nein. So. Ja, ich danke dir. Oh mein Gott, die Blumen. Tulpen. Blieben bei uns auch schon. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann mich in den Arsch fickt. Nein, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Nein. Nicht pervers werden hier. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt.
Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemand soll sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Die sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Sie schreibt ihn noch jetzt. Mache ich auch in der Schule immer, wenn ich die Hausaufgaben vergessen habe. Kurz am Morgen, wenn die Lektion noch nicht angefangen hat, die entsprechende. Kurz schreiben, wenn ich der Arsch ist, aber ich habe sowieso immer viel Hausaufgaben vergessen. Bin trotzdem in der Sekundarschule. Versuchen wir es zu schaffen, in den 15 Malen in einer Woche fast, nein. Eines noch, ja, das haben wir schon gelesen. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zelda Unterschrift. Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü, ja. Dort steht etwa jemand. Und das ist Impa. Jawohl, Impa. Geile Brüste. Das ist ein Chica. Sie hat rote Augen. Ich bin Impa, Überlebende der Chica. Ja, genau, was sagte ich doch? Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es in Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von der Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun die Melodie. Harfe? Oh nein. Spielen wir. Und ein bisschen langsam, weil ich habe andere Controller und dann verdrücke mich manchmal. Ja. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. So schnell ging das. Tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule von der Drohne den Apokalypse befahren. Richte deine Augen Osten, dies ist der Todesberg, das Reich der Kronen. Sie hüten die heiligen Steine des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelernt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich. Und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ja, ist ja gut. Also im nächsten Part. Ja, weg.